Die Nachricht vom Tod des FDP-Politikers Günter Rexroth kam völlig überraschend. Der erst 62-jährige Familienvater war Anfang des Jahres längere Zeit erkrankt und musste sich Ende Mai einer Hals-Nasen-Ohren-Operation unterziehen. Trotzdem hatte er erst vor kurzem seine Amtsgeschäfte als FDP-Schatzmeister wieder aufgenommen. Zu den näheren Umständen seines Todes liegen zurzeit keine Angaben vor. Der Parteivorsitzende der Liberalen, Guido Westerwelle, trug sich heute Vormittag zusammen mit dem FDP-Landesparteichef in das Kondolenzbuch ein. Westerwelle wirkte über den Tod seines persönlichen Freundes und Kollegen tief bewegt und erschüttert. Unser Land hat eine herausragende Persönlichkeit verloren. Meine Partei einen großen Liberalen und ich persönlich auch einen guten Freund. Zugleich würdigte er die Dienste des Freidemokraten, der als engagierter Marktwirtschaftler die Liberalen 2001 nach 6-jähriger Abstinenz wieder in den Berliner Landtag führte. Günter Rexroth hat die Politik der Freien Demokraten in seinen Partei- und Regierungsämtern maßgeblich geprägt. Zuletzt brachte er als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der Berliner Liberalen, die FDP, nach langjähriger Abwesenheit zurück ins Abgeordnetenhaus. Rexroth trat 1980 in die FDP ein. 1982 bis 1985 wirkte er Staatssekretär in der Berliner Wirtschaftsverwaltung. Anschließend arbeitete der als Mr. Wirtschaft bekannt gewordene Liberale bis 1989 unter Eberhard Diepgen als Finanzsenator. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Lindner reagierte auf die Todesnachricht bestürzt. Ich habe Günter Rexroth intensiver kennengelernt in den Ampelkoalitionsverhandlungen nach der letzten Abgeordnetenhauswahl und war sehr angetan, überrascht auch, mit welcher Akribie, mit welcher Übersicht und auch persönlichem Engagement Rexroth hier für die liberale Sache in Berlin, in seiner Wahlheimatstadt Berlin, kämpfte. Seit Mai 2001 wirkte Rexroth als Schatzmeister der Partei. Erst im April dieses Jahres gab er nach 4-jähriger Amtszeit den Landesvorsitz der Berliner FDP an den entwicklungspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Markus Löning, ab. Auch er erschüttert. Also ich bin tief getroffen. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich völlig überrascht auch. Und wir hatten eine sehr gute, auch persönlich, menschlich, eine sehr gute freundschaftliche Beziehung, muss man sagen. Er war eben sehr kollegial immer im Umgang mit mir gewesen, auch als ich neu in den Bundestag gekommen bin. Er hat mich unterstützt, auch den Übergang im Landesvorsitz sehr freundschaftlich, sehr kollegial gestaltet. Günter Rexroth hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Am 12. September wäre er 63 Jahre alt geworden.